Hallo und herzlich willkommen zum Nikolaus, 6. Dezember. Auch hier wieder ein Türchen von Wargaming. Diesmal gibt es den Panzer 58 Mutz. Der Panzer 58 Mutz kommt in zwei Paketen daher. Eins für 32 Euro schieß mich tot und eins für gute 50 Euro. Ja, 50 Euro wieder mit Gold, 4450, 15 Aufträge, die irgendwann im April ablaufen und 30 persönliche Reserven mit 2 Stunden, 200 Besatzungs-CP. Ist jetzt nicht die Welt, muss ich sagen. Ja, also hier würde ich lieber ohne das große Paket auskommen, denn die Besatzungs-EP 2 Stunden, 200% ist jetzt nicht die Welt, da gibt es Besseres. Ja, ansonsten, der gute Mutz ist ein Schweizer Panzer. Man sieht es hier, M, ne, 0834 mit einem Schweizer Zeichen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich den einzigen Schweizer Panzer unter deutscher Fahne. Wir sehen es, wir haben hier deutsche Crew drin im Spiel. Der gute Panzer 58, so heißt er normalerweise, ist auch nie eingesetzt worden, war ein Prototyp mit verschiedenen Kanonen. Und hier sehen wir den lustigen Mutz, ne, den namensgebenden Bären aus Bern. Ja, der gute Mutz, den gibt es hier tatsächlich im Spiel in zwei Versionen. Es gibt noch den Schwarzpanzer 58, den ich persönlich irgendwie cooler finde, weil er halt schwarz ist und das Bundeswehrzeichen trägt. Und hier einmal als Mutz, allerdings nur derzeit im Handel als Mutz. Ja, irgendwann soll es auch noch eine Möglichkeit geben, diese, ich sag mal, Clown-Tarnung ja, auszublenden. Ob es nun irgendwann auch für den Mutz gilt, weiß ich allerdings nicht. Wir haben 4 Plätze für 4 Crewmitglieder. Der Funker oder die Funkerin fehlt. Wir haben jetzt hier Mädels drin. Reicht aber, um den T55A oder ähnliches ne, weiter auszubauen. Und wir müssen das Ganze mit dem Panther 88 vergleichen. Ne, der Panther 88 ist ja der andere Medium der Deutschen auf Stufe 8 als Premium. Und da sehen wir schon, der ist sehr viel kleiner. Der ist sehr viel wendiger, sehr viel schneller und hat auch eine bessere Traktion. Wir können aber auch mal die Kanone vergleichen. Wir haben hier eine 90 mm gegenüber der 88 vom Panther und da sehen wir schon, die Feuergeschwindigkeit ist ein bisschen weiter unten. Wir haben dafür mehr Pen, wir haben den gleichen Schaden. Wir haben ein bisschen mehr Streuung und die Zielerfassung ist geringer. Ja, also insgesamt kein schlechter Panzer, hier der gute Mutz. Und allein vom Design her kann schon mal was abprallen, auch wenn die Panzerung jetzt nicht so viel hergibt. 120 mm ist jetzt nicht die Welt, aber ab und zu kann man was bouncen. Ja, 10 Grad Gun Depression, das heißt, wir können an Hügeln sehr, sehr gut arbeiten und sind insgesamt auch ein eher flankiertechnischer Panzer und Supporter. Dementsprechend können wir auch gerne mal irgendjemand in die Seite fallen. Freue ich mich sehr drauf, mal gucken, ob wir es hinkriegen. 50 km/h Spitze erreicht er auch irgendwann. Außerdem haben wir ordentliche Wendegeschwindigkeit, die ist nicht ganz perfekt. Wir können ja mal kurz vergleichen mit allen anderen Premiums, die es so gibt. Und wir haben hier insgesamt den mittleren Schaden. Ja, der ist halt Standard, 90 mm. Außerdem, wo haben wir es? Die Durchschlagskraft 212 ist auch gutes Mittelfeld. Ne? Nicht ganz so schlecht wie der T-44, aber nicht ganz so gut wie der Primo Victoria. Ja, ansonsten, Nachladezeit sind wir auch mittendrin. Und hier unten haben wir den mittleren Schaden je Minute. Da kommen wir auf 1877. Das ist auch Mittelfeld, nicht mehr, nicht weniger. An den Panther 88 kommen wir halt nicht ran, der hat 2177. Struktur, auch hier Mittelfeld, eher unteres Mittelfeld, 1300, ne, ist gerade so der Grenzwert. Und ja, Panzerung brauchen wir uns nichts vormachen, da fliegt einiges durch. Beweglichkeit, da sind wir ziemlich gut, auch wenn es hier jetzt nicht so aussieht, aber die Softstats von dem Mutz sind hervorragend. Ja? Also auf schlechtem Terrain oder auf Straße, er ist überall relativ schnell. Ja, ansonsten haben wir noch Tarnung, die ist hier nicht ganz so gut. Ne, die ist okay, aber nicht ganz so gut. Und die Sichtweite ist auch nur so Larifari 380 Meter. Ne, Primo Victoria hat auch hier mehr. Ja, insgesamt also ein extrem solider 8er Premium Panzer, der auch auf 10er stößt. Also Vorsicht, ne? Objekts und Co., die schießen euch auch durch den Turm. Bin gespannt, wie er sich im Gefecht fährt. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem grünen Laubfrosch, dem Mutz, zusammen mit der Nubia im schwarzen Schwarzpanzer 58. Huh. Ja, den gibt es derzeit nicht zu kaufen, obwohl ich den eigentlich echt cooler finde, weil das Grün hier ist jetzt nicht so meine Welt und der Bär sieht so ein bisschen aus, als ob da einer mit dem Farbeimer gestolpert wäre. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, hätte man ein bisschen mehr draus machen können, zumal das nicht wirklich original ist. Aber gut. Wir haben gleich 6,75 Sekunden Reload. Das liegt daran, dass wir mit Optik fahren
nicht mit Lüftung. Und wenn man Rationen mitnimmt, dann kann man das tatsächlich noch ein bisschen drücken, aber ist jetzt nicht die Welt. Deshalb habe ich mal das jetzt hier gelassen und fahren wir nach rechts, ja, ne? Ja. Gut. 90mm Kanone. Wir sind relativ schnell. Wir sind auch im Anzug. Naja, nicht der schnellste, aber ist okay. Und wir sind halt, boah, waschechter Flankierpanzer. Dementsprechend, ja, wir sind zwar ein bisschen lang, ne? Wir sind ein leichtes Ziel, aber wir sind schnell. Und der ist wirklich sehr, sehr schnell. Sehr angenehm. Gerade bei den Deutschen, ne? Die ja eher so ein bisschen die langsamen Panzer fahren, ist das sehr, sehr angenehm, wenn man sowas im Portfolio hat. Und insgesamt ist der ein sehr, sehr solider Medium. Und bietet ein bisschen Abwechslung. Okay, anscheinend kommt hier nichts. 10 Grad Gunnepression, das heißt, wir können uns auch an sanfte Hügel schmiegen. Dementsprechend auch aus der Deckung feuern. Aber Vorsicht, ne? Der Turm ist jetzt nicht die Welt. Wir haben sie beschädigt. Da kann was bauen, muss aber nicht. Geht nicht davon aus. Mein Kill. Na. No. Nope. Ah, sturer Emil um. Ziehen wir doch hier einfach mal durch, ne? Was haben wir da? IKV? Kleiner Schwede. Ah, ja. Oh, er ist gebounced. Haha. Siehst du, hier freut man sich noch. Größerer Schwede. Ja, größerer Schwede. Großer Bruder. Ja, also die Schweden sind genauso. Okay. Machen wir trotzdem erstmal den Kleinen. Kommst du dann noch weg? Mit dem Sturm nehmen wir noch einen mit dem. Oh Gott. Das Problem ist, Stritzwagen ist eins, ne? Der hat so eine fiese Frontpanzerung, dass wir nicht durchkommen mit 90mm. Ja, 91 hätte man gebraucht, ne? Ganz genau. Aber Unterwanne geht. Echt? Habe ich nicht gesehen. Ja, ich sehe die nicht. Aber ich flankiere. Wir sind schnell. Wir sind schnell, ne? Das dürfen wir nie vergessen. Oh, da kommt ja der nächste. Wie viele Jagdpanzer haben denn die? Ja, komm schon. Was? Wir haben eine Delle gemacht? Wir haben nur eine Delle gemacht. Achso, ja. Das furchtbare Deutsch. Ich habe ihn mal getrackt. Guckt aber in deine Richtung. Links ist noch der Sture. Ey, diese S1-Dinger, ne? Ich hasse die so. Aua, was habe ich denn da kassiert? Der Sture immer. Ja, der ist echt übel. Aber ich will erst den S1. Oh, der S1 zielt auf mich. Hat daneben geschossen. So, jetzt ist der sture Emil dran. Au. Was? Nur getrackt? Das war aus. Da war die M12. Danke. Wow. Okay, ich habe nur noch 146 Hitpoints. Reicht. Reicht. Ja, der sture Emil hat uns zweimal erwischt. Jetzt haben wir hier vorne noch einen Jagdpanther. Da wird Nubi als erstes reingehen müssen. Der haut ab. Wie kann das wagen? Wie kann das wagen? So, da kommt eine Su. Du, es war aus. Das war Glück. Pass auf, von hinten schießt der Mod, glaube ich. Ja. Tut er. Oh ne, der guckt nicht zu uns. Oh, auch schön. Und ich bin abgeprallt am Heck. Das ist traurig. Ja, aber Front komme ich durch, oder was? Ja, seltsam. Aber, ne, ihr seht, die Kanone ist jetzt nicht die präziseste. Sie ist okay. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Also ab 300 Meter fliegen die Granaten halt auch hier sonst wohin. Da könnt ihr nichts dran beeinflussen. Es kann halt sein, dass ihr euer Ziel gar nicht erst trefft. Also bis 300 Meter ist ein hervorragender Sniper. Ab darüber hinaus ist es RNG, wie immer. Aber sieht ganz gut aus. Ich glaube, das gewinnen wir. Und mal gucken, ob wir einen Schuss auf den IS kriegen. Das wäre irgendwie cool. Ja, er kommt. Und ich prall ab. 3 Sekunden noch, 2, 1, oh. Waffenbrüder! Ja, Waffengeschwister, sehr gut. Der Mutz und der Schwarzpanzer haben hier aufgeräumt. War halt ein Achtergefecht, ne? Im 9er Gefecht ist der auch noch sehr, sehr grundsolide, haben bloß halt gerade ein Achter Gefecht gehabt. Und im 10er aufpassen. Im 10er müsst ihr echt aufpassen, der sieht natürlich sehr oft 10er. Wir können hier sehr schnell drauf gehen, wenn wir uns mit den falschen Kräften anlegen. Ja, Nupsi hier mit 2,4, wir mit 1,9, ist okay. Und wir haben 66.000 Credits eingenommen, kaum was bezahlt, weil die Munition ist wirklich sehr, sehr angenehm und relativ kostengünstig. Also ist ein sehr guter Credit-Farmer. Macht auch Spaß,
Aber ich persönlich finde ihn einfach hässlich, muss ich einfach leider sagen. Der ist einfach nicht hübsch. Und deswegen fahre ich den so selten. Nicht Aber naja. anders. Ja, du bist ja ein Fan von dem. Warum eigentlich? Vor allem die, guck dir doch mal die Fühler da hinten an. Das ist so süß. Da möchte ich draufhauen, was krabbelt. Ja. Ich mag den, weil, also tatsächlich, es tut mir weh, das zu sagen, der Panther 88 war immer mein Liebling und weil ich den Mutz nicht hatte. Und dann habe ich den Mutz bekommen und habe den erst ein bisschen gemieden, weil ich halt meinen Panther so gerne mochte. Aber wenn man das objektiv sieht, dann ist der Mutz tatsächlich der bessere Panzer und fährt sich auch günstiger. Ich glaube, für die Leute, die fragen, Panther 88, soll ich den kaufen? Nicht. Sowieso nicht. Ich würde mir den Mutz auch nicht kaufen, wenn ich die deutschen Mediums noch nicht gefahren bin, weil die sich tatsächlich sehr ähnlich spielen. Und wenn man mit den deutschen Mediums nicht klarkommt, wird man wahrscheinlich mit dem Mutz auch keinen Spaß haben, genauso wenig wie mit dem Panther 88. Aber wenn man sich Oh gut. entscheiden muss zwischen Panther 88 und Mutz, ist der Mutz tatsächlich die bessere Wahl. Ich glaube, der Panther ist da aber auch wirklich sehr viel, naja, ich sag mal, unflexibler als der Mutz. Ich glaube, mit dem Mutz kommt man auch relativ schnell klar. Ja, der Panther ist halt aus der Mode, also aus der Meta raus. Genau. Gut, das war's dann auch erstmal. Macht's gut, bis bald, Almu. Tschüss. Sag Mutz. Mutz. Yeah. So, da haben wir Kleinzeug. Und die Batchette soll Kleinzeug. sterben. Batchette hat daneben geschossen, die Lorraine hat getroffen und die Arti. Oh, Doppel-Arti-Treffer. Aua. Hüter der Herde, Dezember 2017 sind diesmal Pat 96, Laertes, Sharkton, Kaloy 128, Sanforgiven 1977, Pizza Wagner und Nikichi 87. Natürlich nicht zu vergessen, der Betreuer der Herde, Erl. Und nochmal Special Thanks an Pat 96 und den lieben Rüdiger. Ohne euch würde das alles hier nicht so wirklich funktionieren. Deshalb vielen lieben Dank an alle Supporter da draußen. Und denkt daran, kommt aus Discord, lasst euch den Supporter rangeben, erhaltet exklusive Infos und ihr könnt teilweise sogar den Content mitbestimmen. Das Ganze natürlich wie immer über tibi.com. Dankeschön!